Ein weiterer Hingucker in Elbingerode am Harz ist die Dorflinde, die im Dorfzentrum umrahmt von malerischen Fachwerkgebäuden bei der Kirche, also hinter der Schule, in einem ländlichen Areal steht. Das ist ein 800-jähriger Baum und den wollte ich jetzt auch mal abfilmen, weil das ein schönes Motiv ist, wenn man hier mit der Kamera unterwegs ist, auf jeden Fall ablichten. Ja, und das ist sie schon, die 800-jährige Dorflinde in Elbingerode. Trecker stehen hier rum und unterstreichen den ländlichen Charakter der Gegend. Die Dorflinde dürfte auch ein alter Gerichtsstand gewesen sein, also ein historischer, geschichtsträchtiger Ort, den man aufsuchen und bestaunen sollte. Hier kann man nochmal einen Blick auf den Stamm und das Wurzelwerk werfen von der Dorflinde. Das ist also direkt an der Straße, aber ein sehr imposantes Gebilde. Und was ich halt auch noch betonen möchte, hier gibt es also auch eine kleine Infotafel. Einmal der Hinweis Naturdenkmal, das wollen wir uns also erhalten, also nicht beeinträchtigen. Hier ist ein Schild, das steht da wahrscheinlich aber auch schon einige Jahre, circa 800 Jahre alt, es dürfte also mehr geworden sein. Stammumfang damals 6,10 Meter und die Baumhöhe betrug damals circa 20 Meter und ich hoffe, dass uns dieser schöne Baum noch sehr lange erhalten bleibt. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.